ich muss mich mit der Anlage anfreunden hier. Ja, ich heiße euch alle herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut oder einigermaßen gut, aber ja. Ich durfte für euch heute dieses Wort vorbereiten. Das Wort liegt mir schon seit langer Zeit auf dem Herzen. Es ist ein sehr herausforderndes Wort an uns alle, aber es ist ein sehr wichtiges und notwendiges Wort für uns. Und ja, und ich hoffe, dass es auch die Wirkung haben kann, die auch hier im Wort auch zu finden ist. Ich lese vor aus Matthäus 22 und dort geht es um das Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet. Meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg. Der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Dann sagte er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, böse wie gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hier reingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Ich habe lange Zeit gebraucht, um dieses Gleichnis einigermaßen zu verstehen. Es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, dass man ein Gleichnis verstanden hat, weil das ist das Gute, was Jesus getan hat. Er hat in Gleichnissen geredet und dadurch, er hat immer wieder, wenn wir diese Gleichnisse lesen, können sie ganz neu auf eine neue Art und Weise zu uns reden. Aber eine Linie möchte ich hier herauskristallisieren, die mir persönlich wichtig geworden ist. Das allererste: Wir haben es hier mit einem einladenden Gott zu tun. Dieser König hier repräsentiert Gott. Wir haben es hier mit einem einladenden Gott zu tun, der die Menschen Anteil haben lassen möchte an diesem Festmahl, an diesem Hochzeitsmahl, an dieser Hochzeit generell. Und wir haben nicht einen Gott mit einem Gott zu tun, der nichts mit uns Menschen zu tun haben will, der weit weg von den Menschen ist, sondern er möchte mit den Menschen auf eine nahe und enge Art und Weise Beziehung und Gemeinschaft haben. Gott sehnt sich danach. Ihm geht es vielleicht so ähnlich wie uns. Ja, wir haben hier ein riesiges Gebäude und wir wünschen uns, dass dieses Gebäude eines Tages voll wird und voller wird. So geht es auch dem Herrn. Der Herr will, dass dieses Fest voll wird und dass es dort viele Menschen gibt. Hier heißt es, es gibt Eingeladene. Es gab eingeladene Menschen, die haben eine persönliche Einladung bekommen. Es gab Knechte. Diese Knechte waren unterwegs und die haben diesen Menschen diese Einladung verteilt. Allerdings, obwohl sie diese Einladung erhalten haben, gab es unterschiedliche Reaktionen, wie man mit dieser Einladung umgegangen ist. Ja, es gab einmal die Gruppe von Menschen hier, die gesagt haben: Aber weißt du was? Ich habe keinen Bock darauf. Ich habe keine Zeit dazu. Ich gehe lieber wieder auf meinen Acker oder ich gehe und treibe Handel. Ich gehe an meinen PC, ich gehe an meinen Fernseher. Ich mache meine Arbeit. Ich beschäftige mich mit den Dingen, die sich mit meinem Leben beschäftigen. Ich drehe mich um mich herum. Ich baue mein eigenes Leben weiter. Ich habe keine Zeit für so einen Mist. Sehr interessante Reaktion. Ich weiß nicht genau, wie würde es euch gehen, wenn ein König ein Hochzeitsmahl feiert und ihr seid dazu eingeladen. Hätte man nicht wenigstens ein bisschen Neugierde, um zu gucken, wie feiert denn so ein König seine Hochzeit?
Oder schon vielleicht alleine wegen dem Essen. Ich weiß nicht genau, bei Hochzeiten, ich glaube, das ist da, wo sich die meisten am allermeisten drauf freuen, ja? Das leckere Essen, erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, alles ist dabei. Und natürlich auch auf das Hochzeitspaar. Besonders die, die ihnen nahestehen, die sie kennen, die freuen sich sehr über diese Hochzeit, die sind glücklich. Vielleicht nicht die Eltern, die weinen, weil sie ihre Kinder abgeben müssen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Event, was sehr fröhlich ist. Und hier gibt es Menschen, die ignorant damit umgehen, die sich keine Zeit nehmen, die diesem König gegenüber gar keinen Respekt haben und kommen nicht. Sie waren eingeladen, aber sie haben diese Einladung ignoriert. Aber der König, Gott, gibt nicht auf, sondern er sagt, ey, ihr Knechte, ihr Diener, auf geht's, steht auf und geht nochmal zu diesen Menschen persönlich hin. Geht, klingelt an ihrer Haustür, klopft an. Und dann sagt ihnen Folgendes, sagt ihnen, kommt doch zur Hochzeit, komm. Gott gibt nicht auf. Er wiederholt seine Einladung. Er will diese Menschen unbedingt dabei haben. Er will, dass sie kommen, er will, dass sie Anteil haben an seiner Freude. Und dann sagt ihnen Folgendes, mein Mahl habe ich bereitet, mein Ochsen, mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Hier finde ich einen Gott, der nicht aufgibt. Hier finde ich einen suchenden Gott, der die Menschen unbedingt erreichen möchte, der die Menschen unbedingt einladen möchte. Und er möchte, dass sie teilhaben an dieser Hochzeit. Vielleicht können wir uns an der Stelle selber fragen, wir, die wir mit dem Herrn lange unterwegs sind oder unterwegs sind, wie ist unsere Herzenshaltung? Sagen wir einfach, hier ist das Casino-Gebäude und dann bleiben wir sitzen und warten, bis sich das Gebäude von alleine füllt? Oder sind wir wie diese Knechte? Wir haben die Menschen einmal eingeladen, aber sie kommen nicht. Wir geben nicht auf. Wir gehen noch einmal und sagen, komm, alles ist vorbereitet. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du dein Leben ihm hingibst, wenn du dich auf diese Gemeinschaft, diese Beziehung mit ihm einlädst, dann wirst du Folgendes erleben. Du wirst einen gefüllten Tisch finden. Du wirst dort Frieden finden. Du wirst Erfüllung finden. Du wirst die Gegenwart Gottes haben. Du kannst reichlich davon essen, du wirst Liebe finden, die du sonst in der Welt nicht findest. Der Tisch ist gedeckt, komm, lass dich einladen. Und die erste Einladung galt für das Volk Israel eigentlich. Sie waren die Eingeladenen, doch sie haben den Messias, sie haben Jesus abgelehnt. Und einige sogar waren zornig und böse, haben überhaupt nicht erkannt oder sogar mutwillig gehandelt, haben dann diese Knechte genommen, diese Diener Gottes genommen und haben sie umgebracht und getötet. Wie gehen wir mit dem Evangelium um? Wie gehen wir mit der guten Botschaft um? Haben wir Zeit dafür? Oder sind wir vielleicht sogar Mörder und klagen Gott an, klagen die Knechte Gottes an, verurteilen sie und haben diese Haltung? Eine feindliche Haltung, eine Gesinnung, die gegen Gott ist. Manch einer war so von uns, aber die Liebe Gottes hat nicht aufgegeben und hat uns erreicht. Und dann heißt es hier, dann sagte er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege, Gott gibt nicht auf. Geht auf die Kreuzwege. Das ist das, was er auch zu seinen Jüngern sagte. Geht hin zu allen Nationen. Geht hin an die Kreuzwege. Geht hin in die ganzen unreinen Ländern. Geht hin da, wo die Menschen Götzendienste feiern. Geht zu den ganzen Verlorenen. Geht zu den Bettlern, zu den Armen, zu den, egal wer, die sonst eigentlich nicht eingeladen waren. Die nicht Teil des Volkes Israel sind. Wir. Und sprich sie an und ladet sie ein, denn ich will unbedingt meine Freude mit Menschen teilen und sie soll Anteil haben an diesem Hochzeitsmahl, an dieser Hochzeitsfeier. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele immer ihr findet, ladet zur Hochzeit ein. Ich weiß nicht genau, die meisten Menschen haben so speziell eingeladene Menschen. Wir hatten das auch auf unserer Hochzeit mit Sarah. Aber da wir in so einer evangelistischen, missionarischen Gemeinde unterwegs waren, haben wir dieses Event der Hochzeit auch für die Mission benutzt. Wir haben überall Leute eingeladen, überall, im Zug, in der U-Bahn, S-Bahn, egal. Ey, wir feiern Hochzeit in Mies, komm doch vorbei uns. Wir wollten, dass die Menschen diese Liebe, diese Freude, die wir haben, mit teilhaben können.
Wir hatten dann auch einen Haufen Leute da, ich glaube 300 Leute, und zum Teil kannten wir die Leute gar nicht. Ne? So. Aber wir haben gedacht, es ist eine gute Gelegenheit, eine Mission daraus zu machen. Menschen von der Liebe Jesus zu erzählen. Und dann heißt es hier, und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, Böse wie Gute. Alle sind eingeladen. Alle sind bei Gott eingeladen. Bist du ein guter Mensch? Bist eingeladen. Bist du ein böser Mensch? Bist eingeladen. Die Liebe Gottes ist gleich für alle Menschen. Er lässt den Regen kommen über Gute und Böse. Gott ist barmherzig. Wenn ich als guter Mensch darüber nachdenke, bei den Bösen, da würde ich es nicht regnen lassen, damit sie realisieren, dass sie böse sind. Aber Gott ist anders. Er lässt auch seinen Regen über die Bösen kommen. Er lädt die Bösen zu diesem wunderbaren Festmahl ein. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Oh, das ist ein schönes Ereignis. Wenn unsere Gemeinde hier, dieser Raum voll wird und voll von Jubel wird für Jesus und Freude da ist und Liebe und Gemeinschaft da ist, dann werden wir uns sehr freuen. Wir freuen uns auch jetzt schon über jeden, der da ist. Aber dann voller Saal, wow, Casino-Gemeinde gefüllt. Und so war auch hier, der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Aber, es kommt jetzt ein Aber, als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Als der König hereinkam. Liebe Gemeinde, egal wie schön unser christliches Leben oder Gemeindeleben ist, egal wie gefüllt dieser Raum ist, der Hauptmoment, auf den wir uns alle vorbereiten und der wichtigste Moment überhaupt, den es gibt, ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und da ist die Frage, die uns gestellt wird: Sind wir bereit, diesem lebendigen Gott zu begegnen? Denn dieser König kommt hier und er will sich die Gäste anschauen und er trifft einen, der kein Hochzeitskleid anhatte. Weißt du genau, versteht ihr dieses Gleichnis? Ich habe echt lange gebraucht, um dies zu verstehen. Das hat mir sogar, als ich ein junger Christ war, sehr viel Angst gemacht. Hochzeitskleid. Was für ein Hochzeitskleid? Habe ich dieses Hochzeitskleid? Habe ich es oder nicht? Was ist, wenn ich eines Tages dort ankomme und dann heißt es plötzlich, hey, du hast kein Hochzeitskleid, raus hier. Habe ich Angst gehabt. Und ich habe mich gefragt, was ist mit diesem Hochzeitsfest überhaupt gemeint? Worauf ist es bezogen? Weil ist es mit dem Reich Gottes, Himmel, das heißt, wenn wir sterben und wir kommen dann alle in den Himmel, wird hier davon geredet? Aber man dachte, das kann nicht sein, weil das Gericht kommt ja davor und da wird ja entschieden, da wird ja Spreu vom Weizen getrennt. Wisst ihr was? Hier geht es um das Gemeindeleben auf dieser Erde. Das Gemeindeleben auf dieser Erde ist bereits ein Hochzeitsfest. Es ist ein Freudenfest. Freudenfest im Heiligen Geist. Trotz Leid, trotz Schwierigkeiten ist es ein Hochzeitsfest. An der Stelle vielleicht mal eine Frage an uns. Wie erleben wir das Glaubensleben in uns? Ist es ein Freudenfest oder ein Trauerfest? Jesus sagte nicht, es ist eine Beerdigung hier, sondern ein Freudenfest. Erleben wir diese Freude? Haben wir diese Freude? Haben wir dieses Festmahl in unserem Leben? Den Reichtum Gottes? Jetzt schon, nicht erst nach dem Tod in der Ewigkeit. Und dann kommt der Moment, wo der König kommt und er wird sich uns ganz genau anschauen. Und plötzlich heißt es hier, mein Freund, wie bist du hier reingekommen? Wo ist dein Hochzeitskleid? Oder da du kein Hochzeitskleid hast? Und irgendwie lässt hier Jesus ein wichtiges Detail weg, weil wie kommt es dazu? Und der Punkt ist ja, die Menschen damals haben dieses Gleichnis verstanden, weil das im Orient, dort im Osten, war das gang und gäbe. Wenn ein König ein Fest feierte, so gab es einen Eingang, ein Tor. Und dort, an diesem Eingang, standen die Diener, die Knechte Gottes. Und dort haben sie jedem Menschen, weil die waren ja gut oder böse oder arm und egal wie sie aussahen, vielleicht konnten sie sich kein Hochzeitsgewand leisten. Und dort haben alle Menschen ein Hochzeitsgewand erhalten. Die sind durch diese Tür durch und die mussten unbedingt an diesen Knechten, Dienern vorbei. Und dort haben sie unbedingt ein Kleid eigentlich in die Hand gedrückt bekommen. Aber hier war einer, der hatte kein Hochzeitskleid.
Wie ist er da reingekommen? Das fragt auch gerade hier auch Gott oder der Herr oder dieser Vater hier. Fragt, wie bist du hier reingekommen ohne ein Hochzeitskleid? Wisst ihr was, diese Gruppe von Menschen, die machen mir sehr viele Sorgen. Diese Gruppe von Menschen, die sind dabei in der Gemeinde. Die sind dabei in den Kirchen. Einige, viele als Kinder getauft oder generell getauft. Oder man nimmt am Gemeindeleben teil, man nimmt an dem Essen teil und man ist in der Gemeinde drinne. Aber man gehört trotzdem nicht zu Gott dazu. Man belügt sich selber. Man denkt, man ist Christ. Ich habe so viele Menschen getroffen, die denken, dass sie Christen sind. Sie denken, dass sie zu Gott gehören, aber haben noch nie dieses Hochzeitskleid, das Blut Jesu in Anspruch genommen. Sie haben niemals Jesus als Messias erkannt und ihn angenommen. Sie haben niemals Buße getan in ihrem Herzen und gesagt, Herr, hier ist mein Leben, ich gebe dir alles, was ich bin. Aber sie sind in der Gemeinde mit dabei. Sie erfreuen sich am Gemeindeleben. Das ist eine schöne Kultur, die wir haben. Eine Kultur der Wertschätzung und der Liebe. Und zu essen gibt es auch und Stehkaffee und alles haben wir da. Aber wir gehen am Ziel vorbei. Und wenn es plötzlich darauf hinausgeht, vor dem König zu stehen, heißt es plötzlich, wo ist dein Hochzeitskleid? Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier reingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Und dann noch diese freundliche Anrede, Freund, nicht Feind, Freund, liebevoll. Aber danach kommt das harte Gericht. Er aber verstummte, er wurde still. Liebe Gemeinde, wenn wir eines Tages vor Gott stehen werden und wir haben dieses Hochzeitskleid nicht an, wird der Herr nur diese eine Frage stellen, wo ist dein Hochzeitskleid? Und wir werden sofort verstummen. Wir denken, manche Menschen denken so, oh, wenn ich eines Tages vor Gott stehen werde, dem werde ich mal so richtig sagen, ne, wo es lang geht. Der Typ hat ja so einiges falsch gemacht, ne? Der wird mal was zu hören bekommen. Nein. Du wirst vor ihm stehen, du wirst ihn sehen, du wirst diese liebevolle Frage hören, wo ist dein Hochzeitskleid? Und du wirst verstummen. Du wirst sprachlos werden vor diesem lebendigen Gott, vor dieser Erscheinung des lebendigen Gottes. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, denn viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Ein Ort der Finsternis, ein Ort, wo es kein Licht gibt, ein Ort, wo es keine Liebe gibt. An diesen Ort wird dieser Mensch kommen. Er wird nicht am Reich Gottes teilhaben, im Gegenteil. Er hat sich selbst belogen und wird dann dort die bittere Erkenntnis, die bittere Pille schlucken müssen und akzeptieren müssen, dass er nicht dazu gehört. Ich habe vor kurzem mit einer Frau gesprochen, die um die 60 Jahre alt ist. Und sie sagte, ich bin jahrelang in die Gemeinde gegangen, sagte sie. Und erst mit 60, ich habe sogar in der Gemeinde gedient, ich habe geredet, ich habe gesprochen, Leitungsfunktion gehabt. Und erst mit 60 habe ich die Begegnung mit Jesus gehabt. Wie ist das möglich? Sie hat an dem Fest teilgenommen. Ein anderer Mann, er beschwerte sich mal in einer Seelsorge und sagte, ja irgendwie bei mir in meiner Arbeit, in meiner jungen Arbeit, bekehrt sich keiner, kommt keiner zum Glauben. Und dann fragte der Seelsorger so, ja, erzähl mir doch mal, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Und dann erzählte er, ja, eines Tages, ja, bin ich einfach dem Posaunenchor beigetreten und dann war ich Teil der Kirche und so weiter und so fort. Und dann fragte ihn, aber ganz konkret, wo hast du dieses Hochzeitskleid angezogen? Und dann musste dieser Mensch feststellen, nach jahrelangem Dienst in der Gemeinde, treuem Dienst in der Gemeinde, ich habe dieses Hochzeitskleid nie angezogen. Und er bekehrte sich in diesem Moment und erlebte eine Freude, die er davor nicht hatte. Diese Nachricht, liebe Gemeinde, ist todernst für uns alle. Wichtig, belügen wir uns selber oder sind wir wirklich mit Jesus unterwegs? Haben wir eine Beziehung zu ihm oder haben wir nur einen religiösen Geist, der bei uns eingezogen ist, wo wir vielleicht nur mit christlichen Werten umgehen, gut oder schlecht? Wenn du lang genug mit einem Menschen redest, dann kannst du, wenn du geübte Ohren hast, kannst du sehr schnell heraushören, ob dieser Mensch mit Jesus eine Beziehung pflegt oder hat oder nicht. Ich weiß noch, wie ein Bibelschullehrer sich aufgeregt hat. Das war mein Geschichtslehrer.
Und der hat sich aufgeregt darüber, wenn er in die Gottesdienste gegangen ist, die landeskirchlichen Gottesdienste, dann gab es eine Gewohnheit unter einigen Pfarrern. Und die haben nur gesagt, lieber Gott, guter Gott, so haben sie gebetet. Sie haben gesagt, Herr. Aber sie haben niemals Jesus gesagt. Sie haben niemals eine Beziehung zu Jesus zum Ausdruck gebracht. Aber Gott gut betitelt. Haben wir eine Beziehung zu Jesus? Haben wir dieses Hochzeitskleid angezogen oder nicht? Und ich möchte uns heute auch noch, ich möchte uns drei Punkte mitgeben, die in dem Johannesbrief drin vorkommen. Weil wir müssen uns prüfen, wir müssen uns fragen. Ja? Und wir müssen wissen, wie wir uns prüfen. Ich selbst habe mich immer wieder geprüft, als junger Christ und auch sogar manchmal hier. Habe ich den Geist Gottes? Bin ich überhaupt richtig unterwegs? Besonders in Zeiten der Angriffe? Dann hat mir die Bibel immer geholfen. Und ich möchte gerne, Samuel, kannst du weiterklicken, mit euch ein paar Stellen aus dem ersten Johannesbrief lesen. Dadurch können wir uns prüfen. Gehöre ich dazu? Bin ich wiedergeboren? Habe ich den Heiligen Geist? Bin ich einer, der das Hochzeitskleid anhat oder nicht? Das erste, Erkenntnis, Glaube und Liebe. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, das heißt, jeder, der glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Erretter, der Erlöser ist, ist aus Gott geboren. Jeder Mensch, der diese Erkenntnis in sich selbst trägt, Jesus ist der Erretter, Jesus ist Gott Fleisch geworden und er ist für uns am Kreuz gestorben. Jeder Mensch, der das bekennt, das vom Herzen her glaubt und das erkannt hat, dieser Mensch ist aus Gott geboren. An diesem Punkt könnt ihr einen Tick machen. Ja? Und jeder geboren, genau. Und dann geht es zum nächsten Punkt. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, aus ihm geboren ist. Hört sich ein bisschen kompliziert an. Ich erkläre es mal, ich entschlüssel das mal. Eine andere Eigenschaft, die ein wiedergeborener Christ hat, die ein wiedergeborener Mensch hat, der Jesus nachfolgt. Er hat eine Liebe in sich selbst für Menschen, die aus Gott geboren sind, für seine Brüder und Schwestern. Er kann es nicht erklären oder sie kann es nicht erklären. Er fühlt sich zu diesen Menschen hingezogen. Er hat plötzlich ein Anliegen, sich um sie zu kümmern. Nicht nur, weil er ein Pastor ist und bezahlt wird, sondern vom Herzen her. Irgendwas, was ich nicht erklären kann. Eine Liebe, die da ist. Und diese Liebe wächst und bekommt mehr Raum und die Liebe wird größer. Aber nicht nur die Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern, sondern weiter heißt es, Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Wenn du Liebe hast in dir und diese Liebe wächst, dann bist du aus Gott geboren. Hast du diese Liebe nicht, dann musst du dein Glauben in Frage stellen. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Seine Liebe wurde durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Ich möchte euch hier einen kleinen Tipp geben. Wir brauchen nicht beten, Herr, schenke mir Liebe. Es sei denn, wir haben sie noch nicht. Sondern danke, Herr, für die Liebe, die du mir bereits gegeben hast. Danke dafür, für die Liebe, die in deinem Herzen ausgegossen wurde. Ein anderer wichtiger Punkt, Samuel, kannst du weitermachen? Sünde. Sünde ist ein wichtiger Punkt. Jeder, der in ihm bleibt, jetzt hört zu, sehr, sehr herausfordernd. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der in ihm bleibt, jeder, der sagt, ich bin in Jesus, der sündigt nicht. Und jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Wer von uns sündigt noch als Christ? Hand hoch. Oh, das heißt, wir haben noch nicht gesehen, wir haben noch nicht erkannt. Wir sind dran, oder? Wenn man diesen Vers nicht versteht, dann ist es halt so. Hier heißt es, Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Jeder, der aus Gott geboren ist,
tut nicht Sünde, denn der Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Hieran wird offenbar, ob wir Kinder Gottes sind oder des Teufels. Laut der Handhebung würde ich sagen, es steht schlecht um uns. Ne? Aber da muss man ein bisschen Griechischkenntnis haben in diesem Punkt, ein bisschen genauer lesen. Was bei uns Christen, bei einem wiedergeborenen Christen nicht mehr geht, er kann natürlich in Sünde fallen, weil das hat der Johannes auch am Anfang seines Briefes gesagt. Wenn jemand unter uns da ist, der sagt, ich habe keine Sünde, der betrügt sich selber und in dem ist nicht die Wahrheit. Und hier widerspricht er sich dann gerade. Das heißt, das hat hier eine andere Bedeutung. Doch was nicht mehr geht als ein wiedergeborener Christ, es ist mega schwer zu sündigen und die Sünde als Lebensstil in unserem Leben zu haben. Das ist unmöglich. Und wenn jemand so lebt für eine gewisse Zeit, wenn jemand sich verführen lassen hat oder belügen lassen hat als Christ, dann hast du wahre Schmerzen in deinem Herzen und du leidest. Ich habe als Christ große Fehler gemacht, groß gesündigt, Menschen verletzt, enttäuscht und so weiter und so fort. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich habe so bitterlich dafür gelitten. Und ich konnte nicht in diesem Zustand der Sünde bleiben, bis ich wieder Frieden mit Gott habe, Frieden haben mit Menschen. Es geht einfach nicht. Ich kann nicht einfach sündigen. Und so geht es euch auch. Wenn ihr den Geist Gottes in euch habt, könnt ihr nicht in der Sünde bleiben. Wenn ihr mal jemand sagt, ich kenne Gott, bleibt in der Sünde und lebt in der Sünde, dann betrügst du dich selber. Und du wirst eines Tages vielleicht dieses Erleben haben, wo du vor dem König stehst und er wird dich fragen, wo ist dein Hochzeitskleid? Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Er kann nicht in der Sünde bleiben. Er kann nicht die Sünde als Lebensstil haben. Er kann nicht so leben, wie die Welt lebt und einfach frei sündigen und es genießen und tun. Und dann sprichst du mit ihm darüber, hä, warum ist das Sünde? Hä, verstehe nicht genau. Das ist normal. Jeder macht das doch. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es ist gegen unsere Natur. Ich habe mal eine Geschichte gehört. Einige kennen sie auch schon vielleicht. Ein Schwein, eine Sau, wälzte sich im Dreck in der Pfütze und drehte sich hin und her und fühlte sich pudelwohl in diesem Dreck. So richtig schön angenehm. Kann sich kein besseres Leben vorstellen, als in diesem Dreck zu sein und sich dort zu wälzen. Plötzlich kam ein Mann vorbei oder eine Frau, ein Mensch kam da vorbei und rührte dieses Schwein an. Und dieses Schwein verwandelte sich plötzlich in einen Menschen. Und der Mensch schwimmt noch in diesem Dreck und merkt plötzlich, wo bin ich denn hier gelandet? Und fühlt plötzlich, dass seine Natur sich verändert hat und fühlt sich unwohl mit diesem Schlamm, diesem Dreck und sagt, ich will hier nicht mehr rein. Und dann geht er raus aus diesem Schlamm und wäscht sich und fühlt sich dabei irgendwie besser plötzlich, zieht sich ein Kleid an und er lebt wie ein Mensch und verhält sich wie ein Mensch. Eines Tages fällt dieser Mensch in einen großen Angriff, wird schwach. Und plötzlich erinnert er sich, dieser Mensch, damals in diesem Schlamm, in diesem Dreck, da war es doch so schön. Komm, ich gehe mal dahin und werde mich wieder ein bisschen in diesem Dreck wälzen und mich da so richtig so umdrehen und wohlfühlen und so weiter und so fort. Und dann tat es dieser Mensch, er ging hinaus, nahm seine Kleider ab, ging wieder in diesen Dreck hinein. Und plötzlich merkte er, irgendwie ist die Erinnerung schöner, als es wirklich ist. Ich gehöre nicht wirklich mehr hierhin. Das heißt, er wird sich da unwohl fühlen. Er kann dort nicht bleiben. Er wird rauskommen. So können wir uns prüfen. Haben wir Jesus erkannt? Haben wir ihn als Messias, als Erretter, als persönlichen Erretter in unserem Leben angenommen? Haben wir eine Liebesbeziehung mit ihm? Haben wir einen Dialog mit ihm, ein Gespräch mit ihm? Dann die Frucht, die da rauskommt, lieben wir. Haben wir seine Liebe in unserem Herzen? Lieben wir andere Menschen? Lieben wir die Verlorenen? Lieben wir die Gemeinde, die Brüder und Schwestern? Haben wir Liebe? Handeln wir aus Liebe? Und das Dritte ist Umgang mit der Sünde. Bleiben wir in der Sünde stecken und leben in der Sünde, obwohl uns unser Gewissen anklagt und verklagt? Komm da raus. Zum Schluss, Samuel, den nächsten. Prüft euch. Das möchte ich euch heute mitgeben. Prüft euch.
damit keiner von uns ein böses Erwachen hat. Prüft euch. Paulus selbst hat im 2. Korinther gesagt, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Untersucht euch. Prüft euch. Oder erkennt ihr selbst nicht, dass Jesus Christus in euch, es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid, prüft euch. Prüft euren Glauben. Das ist wichtig, dass wir unseren Lebenslauf, unser Leben mit Jesus prüfen. Haben wir eine Beziehung zu ihm oder nicht? Haben wir seine Gnade angenommen oder nicht? Haben wir dieses Hochzeitskleid angenommen oder nicht? Vielleicht hatten wir mal irgendwo ein kurzes Aufflammen, aber durchgehend haben wir nicht diese Beziehung. Ich wünsche uns allen heute mit diesem Wort, das nicht so ein Yippie-Kaye-Wort ist, sondern ein Wort ist, das ein bisschen zum Prüfen gedacht ist. Ich wünsche uns allen Gottes Segen. Ich wünsche, dass uns der Geist Gottes berührt, dass der Geist Gottes uns im Herzen anstößt und dass wir realisieren. Und dann können wir, wenn wir das verstanden haben und erkannt haben, können wir fröhlich zu ihm kommen. Wir können gerne zu ihm kommen. Er wird uns sofort aufnehmen. Er wird uns sein Hochzeitskleid geben. Er wird nicht zögern. Er wird nicht sagen, nee, nicht bei dir. Nein. Sondern du wirst es bekommen. Jeder Mensch, der sein Herz nicht verschließt, sondern auf seine Stimme hört, kann es haben. Ich möchte das Lobpreisteam nochmal auf die Bühne bitten und ich möchte euch bitten, dass wir noch einmal dieses Lied singen, Herr, ich komme zu dir. Und bevor wir das tun, möchte ich gerne noch zusammen beten. Herr Jesus, wir kommen zu dir. Herr, wir kommen ehrlich zu dir, Herr. Herr Jesus, wir möchten keine Heuchler sein. Herr, wir möchten uns nicht selbst belügen. Wir bitten dich vom ganzen Herzen, dass du durch deinen Geist unsere Herzen erforschst und prüfst. Und dass du uns aus der Lüge herausholst, Herr Jesus Christus, Herr. Herr, du siehst, wie viele Menschen in den Gemeinden unterwegs sind, die dich nie kennengelernt haben, die dich nicht kennen, Herr Jesus, Herr. Sie kommen wegen leckerem Essen, Herr. Sie kommen, Herr Jesus, Herr, wegen guter christlicher Moral, Herr. Aber sie haben keine Beziehung zu dir, Herr. Herr, wir bitten dich vom ganzen Herzen, Herr, dass du heute durch die Reihen gehst und dass du die Herzen prüfst, Jesus, Herr. Und dass wir Frieden schließen mit dir. Jesus, segne uns. Herr, erleuchte unsere Augen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Wenn wir jetzt gleich dieses Lied singen, dürft ihr auch im Gebet zu Gott kommen und dort auch ihm euer Herz geben. Ihr dürft auch, wenn ihr Lust habt oder wenn ihr merkt, irgendwas fehlt euch, es fehlt der Friede, es fehlt die Zuversicht, kommt auf mich zu. Kommt auf unsere Ältesten zu, auf die Männer und Frauen, die hier gestanden sind, die Jesus kennen. Kommt auf sie zu, sprecht darüber, werdet ehrlich mit euch selbst. Wir können euch helfen, wollen euch helfen. Amen.